Wir fangen jetzt an. Herzlich willkommen. Eure Stimmen hat man da übrigens gehört. Die hat ihr aber mit eurem Jubelgeschrei übertönt. Nichtsdestotrotz. Ja, wir spielen das noch 30.000 Mal ab hier im Laufe der Konferenz. Keine Sorge. Wir haben es auch mit diversen Iterationen. An dieser Stelle mal ganz, ganz, ganz super dicken Dank und Applaus für Sven und David. Sven, Grafik und Animation, und David, diese sehr, sehr geile Musik. Sie haben die letzten 4 Wochen wenig anderes gemacht. Es war eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass es ihr es nicht im Gegenteil so sagen würdet. Nichtsdestotrotz, herzlich willkommen hier auf der Subscribe. 7. Genau, wir können ja gleich mal das Rätsel der 7 vielleicht nochmal erläutern. Wir haben ja auch Neuzugänge. So ist es ja nicht. Ja, erzähl du doch einfach gleich. Ich kann dann so lange meinen atmosphärischen Hintergrund. Okay, mach du mal den atmosphärischen Hintergrund. Ja, Subscribe. Viele von euch, vielleicht nochmal kurz Hände hoch, wer war mindestens einmal schon hier bei uns? Genau, Gegenvergleich, wer ist neu? Oh. Einige. Sehr schön. Genau, ich habe das jetzt nicht durchgezählt, aber wir hatten bisher eigentlich immer so einen Anteil 25% Neuzugänge. Das finde ich auch super. Das heißt, die Veranstaltung ist nicht nur für die Old Farts interessant, sondern zieht immer wieder neue Leute an. Und wir haben ja hier in den letzten Jahren den ehemals Developer-Workshop, dann Podcaster-Workshop eigentlich immer weiterentwickelt und weiter wachsen lassen und auch bewusst kontrolliert nur langsam wachsen lassen, ohne dass wir jetzt gleich so auf dicke Hose gemacht haben. Haben uns aber jetzt aus mehreren Gründen hier entschieden, mal dem Ganzen noch einen neuen Anstrich zu geben. Das hat vor allem was damit zu tun, dass es da draußen immer dieses Missverständnis gab, nur weil der Name Podlove da drin ist, das hätte alles irgendwie nur mit Technik zu tun. Wer hier war, weiß, dass das so überhaupt nicht stimmt. Die ursprüngliche Idee war ja mal unter dem Namen Podlove eigentlich alle möglichen Initiativen rund um das Podcasting zu befördern. Das schloss halt Events genauso mit ein. Aber dadurch, dass der Publisher halt sozusagen da so eine ganz eigene Wahrnehmungsposition hat im Netz, gab es halt immer dieses Missverständnis. Deswegen nehmen wir das jetzt hier raus. Podlove ist hier ein Thema, aber beileibe nicht das Einzige. Und dann haben wir halt lange darüber nachgedacht, wie können wir das Ding nennen, und kamen am Ende auf diesen Namen Subscribe, der natürlich wunderbar generisch ist und SEO-mäßig vielleicht schwierig. Ja, aber das ist uns A egal, und B wollten wir halt so ein bisschen was finden, was so ein bisschen ans Herz der ganzen Geschichte geht. Und das Abonnieren des Podcasts finden wir, da werde ich auch nachher nochmal was zu sagen, spielt eben eine große Rolle. Und in gewisser Hinsicht möchten wir natürlich, dass sich hier auch alle an unseren Gedankengänge hier ran abonnieren. Nicht? Und weil das halt sozusagen schon die 7. Veranstaltung dieser Art ist in der Rolle, fangen wir dann einfach ganz großspurig an, bei 7 anzuzählen, weil hätten wir ja schon immer so nennen können. Ne? Das machst du jetzt mal.
Okay, auf meinen Hinweis, dass wir reden jetzt hier viel von wir uns vielleicht auch mal kurz vorstellen sollten, habe ich jetzt das Mikrofon überreicht bekommen. Wir, das ist im Kern das Sendezentrum und eben hier für die Subscribe das Kernveranstaltungsteam, das der Dennis, der Tim, der Ralf und ich bin Claudia. Und wir haben hier so ein bisschen den Hut auf und schauen, dass das hier alles einigermaßen läuft und damit ihr einen schönen Raum habt, um euch selbst hier eine Konferenz hinzubauen, die euch gefällt und so ist, wie ihr sie gerne hättet. Und das ist eigentlich auch so unser Selbstverständnis. Also ihr seid hier eigentlich die Hauptakteure und wir tun das alles dafür, dass ihr hier eine Konferenz rausbekommt und die Inhalte rausbekommt, die euch interessieren. Genau. Haben wir noch irgendwas auf der... Du hast mir gerade gesagt, Ralf kennt das Programm. Genau. Claudia macht jetzt die Genau. Deswegen Einweisung. Wollten wir jetzt sozusagen nochmal ein paar organisatorische Hinweise machen. Das macht sich ja immer ganz gut, zumal sich auch das eine oder andere Detail zum letzten Mal auch geändert hat. Und dann wollen wir natürlich noch unsere großartige Vorstellungsrunde hier durchziehen. Die darf natürlich nicht fehlen, bevor wir da mit den fortgeschrittenen Themen euch bedenken. Claudia. Ja, Tim sagte heute so schon so schön, wenn ich dich in meiner Jugend gekannt hätte, wer weiß, was aus mir geworden wäre, weil ich nämlich so auf die Regeln heute pochen muss. Das hat den Punkt, dass wir hier ein paar neue Regeln bekommen haben und auch für diejenigen, die schon ein paar Mal da waren, wird sich einiges neu ergeben. Deswegen, es tut mir leid, ich muss euch jetzt 60 Folien lang mit Orga belästigen, aber so ist das nun mal. Also, wir sind hier, ne, ihr habt es bestimmt schon gemerkt bei der Subscribe. Und um das Wichtigste gleich vorab zu klären, es ist eigentlich recht offensichtlich, es hängt rechts und links an den Wänden, aber einige hatten doch schon gefragt, es gibt hier Wi-Fi und ihr findet es, also ihr könnt euch anmelden ohne Probleme eigentlich und mit guests@wm.de ist das ist die SSID und wm.de 2324 ist die das Passwort. Wenn ihr twittert, wäre es schön, wenn ihr das Hashtag Sub7 benutzt oder Sub7. Ist natürlich kein Muss, aber wir freuen uns trotzdem. Es gibt natürlich auch wieder Livestreaming. Ich habe noch keine Winkelkatze in Natur entdeckt. Das ist ein Bild vom letzten Jahr, aber es wird sie wahrscheinlich wieder hierher finden. Und ihr findet den Stream unter später zumindest livesubscribe.de. Ist schon online. Gut, also ist schon online und auch das könnt ihr gerne in die Welt hinaus twittern für alle, die es nicht hierher geschafft haben und sie neugierig machen, natürlich nächstes Mal dabei zu sein. Das heißt natürlich auch, dass es hier Live-Aufnahmen gibt. Was hier hängt von Wikimedia gilt im Kern auch für uns. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lizenz so stimmt, aber das einmal 3.0 machen wir, aber es ist einmal dahingestellt. Also es werden hier in diesem Raum Videoaufnahmen gemacht. Seid euch darüber bewusst, da stehen die Kameras und wenn ihr nicht im Bild sein wollt, dann guckt, dass ihr irgendwie einen Bogen drum macht. So, Kameras heißt auch, wir brauchen wieder ein paar Leute, die die Kameras bedienen. Der Dennis, der hier vorne noch sitzt, ist euer Ansprechpartner dafür. Und wenn ihr so lieb seid und euch denkt, ach, ich hätte doch auch mal Bock, so eine Kamera noch ein bisschen zu bedienen, dann wendet euch bitte an Dennis. Er wird sich noch einen lustigen Schichtplan, glaube ich, ausdenken oder einen Belegungsplan. Und es wäre total super, wenn ihr ihn ein bisschen dabei unterstützt, hier die Videoaufzeichnung hinzubekommen. Wie viele brauchen wir ungefähr? Was denkst du? Dennis? Viele. Vier Leute sollte sich ja machen lassen. Vier Leute mindestens, gut. Weil, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, das ist hier unser Event, also euer Event im Wesentlichen, heißt auch, wir müssen hier alles ein bisschen selbst organisieren. Dazu kommen wir auch später noch. Ja, wir sind hier zu Gast bei Wikimedia. Unter anderem der nette Raffi vorne an der Rezeption hat euch schon in Empfang genommen. Und dass wir hier zu Gast sind, bringt ein paar Dinge mit sich. Ein paar neue Dinge auch. Erstmal schon bekannt, es gibt eine Unterschriftenliste vorne. Bitte tragt euch da wirklich jeden Tag ein. Wir brauchen Teilnehmerzahlen, die wir dann zurückmelden. Danach richtet sich hier so ein bisschen alles Mögliche noch in der Konsequenz. Es gibt vorne jetzt auch Namensschilder, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Die könnt ihr euch da gerne noch abholen. Und es gibt leider jetzt mittlerweile ein paar Regeln für den Zugang und Ausgang hier. Wenn ihr reinkommt, klingelt und macht die Tür wieder zu, wenn ihr reingekommen seid. Es gibt nämlich die sogenannte Eine-Minuten-Regel mittlerweile, dazu gleich mehr. Und ihr müsst auch, wenn ihr rausgehen wollt, mittlerweile auf den Sommer warten. Also am Wochenende kann man die Tür leider so nicht mehr von innen öffnen. Deswegen gibt es einen Kamerastand nach oben und von oben wird dann die Tür geöffnet, wenn ihr davor steht. Eine-Minuten-Regel heißt, nach einer Minute, wenn die Tür offen steht, wird Alarm ausgelöst.
Meine Frage, ob es ein stiller oder ein lauter Alarm ist, wurde damit beantwortet, wir haben es noch nicht ausprobiert, es wäre cool, wenn ihr es auch nicht macht. Ja, also ihr könnt, ne, Danger Seeker, ihr könnt es mal probieren, ich wäre euch dankbar, wenn ihr es nicht macht. Heißt auch so ein bisschen, dass der Zugang-Ausgang verschärft ist. Ihr kennt die Regeln schon mit dem Rauchen. Draußen bitte wirklich, also vor der Eingangstür, vor dem Portal nicht rauchen. Es gibt einen Innenhof, der ist für Raucher gedacht. Ihr könnt den lustigen Schildern folgen. Die sehen so aus, wenn ihr, also schön mit Grün und Häkchen dran. Wenn ihr ein Schild seht, das rot ist und einen Strich durch hat, seid ihr zu weit und dann müsst ihr bitte umdrehen. Der Innenhof von innen, so ist der Idealzustand, die Tür geschlossen und keiner davor. Weil nämlich die Bank mit dem Aschenbecher ein paar Meter weiter zu finden ist. Das ist bei der schönen Sonne jetzt natürlich ganz toll. Ihr könnt euch da auf der Bank lümmeln und eine Zigarette rauchen, wenn ihr das möchtet. Bitte lasst den Aschenbecher dort stehen. Der wurde die letzten Male immer verstellt und es gab hinterher immer große Diskussionen, warum das jetzt sein musste und warum wir das nicht hätten lassen können. Also bitte belasst diesen Zustand, bitte blockiert die Tür nicht mit dem Aschenbecher, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ihr müsst leider die Türen auch zum Raucherbereich immer schließen. Auch das hier Idealzustand, das ist die Tür geschlossen. Daneben findet ihr eine Klingel und auch da müsst ihr bitte klingeln, wenn ihr wieder hochkommen möchtet. Und nochmal, wenn ihr dieses Schild seht, nach vorne, auch da muss man jetzt ja auf den Sommer warten, ihr seid zu weit, bitte dreht um. Kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Also wir hören immer wieder, es war ein super Workshop, aber das Beste war eigentlich das Essen. Gaumensupport steht uns wieder zur Verfügung. Das ist also jetzt nicht nur, sie heißen wirklich so, das ist jetzt nicht nur, weil es so lecker ist. Unter anderem diese netten Herrschaften werden uns wieder beglücken. Und es gibt also heute Abend um 20 Uhr Essen, ja genau, um 20 Uhr. Und danach gibt es solche kleinen Sammelbehälter. Da gebt ihr bitte einfach euer Geschirr wieder rein, euren Abfall, damit die das wieder mitnehmen können und wir das hier nicht machen müssen. Was wir hingegen machen müssen, sind die Teller und Tassen und Gläser von Wikimedia. Das sind die Teller, die ihr gerade auch zum Kuchenessen hattet. Das sind die Gläser, die hinten stehen für die Getränke. Und das sind eben die Kaffeetassen. Sammelt die bitte auf so einem Wagen. Und den bringt ihr dann hier hin. Das ist eine Spülmaschine. Die ist in der Küche. Die kennt ihr wahrscheinlich von zu Hause sowas. Wie gesagt, auch um sowas müssen wir uns hier kümmern einfach. Unsere nette Unterstützung vorne ist dafür da, wirklich die Tür zu bewachen und zu gucken, wer reinkommt und wer rausgeht. Alles andere hier selbst organisiert. Diese Spülmaschine hat ein total cooles Konzept. Die hat dann nämlich so ein Schild oben drauf. Da steht drauf, dass die jetzt befüllt werden kann. Und wenn ihr die angemacht habt, dann dreht ihr einfach das Schild um und dann weiß man, die Spülmaschine läuft oder ist gelaufen und sollte mal wieder ausgeräumt werden. Ideal wäre es, wenn jeder irgendwie einmal im Laufe dieses Workshops eine Spülmaschine einräumt und ausräumt. Wahrscheinlich haben wir dann zu viele Spülmaschinen ein- und ausgeräumt, aber hey. Ja, also es sollte nicht an einzelnen Personen hängen bleiben, sowas, sondern schaut einfach, dass jeder mal was macht irgendwann, dann kommen wir hier schon klar. Wenn die Spülmaschine gerade läuft und sich die Berge türmen, es gibt auch nur eine kleine Spülmaschine, ich habe euch sogar schon die Spülmaschinen-Tabs oben drauf gestellt. Das ist dies hier hinten in Richtung Toiletten, da gibt es nochmal so eine kleine Pantry-Küche und da ist auch nochmal eine kleine Spülmaschine. In der Küche, in der großen, da findet ihr auch so einen Wasserbereiter für Teewasser. Den bitte wieder ausmachen, wenn der bedient wurde oder zumindest abends ausmachen, wenn ihr geht oder wenn der letzte geht. Vielleicht kann da jeder mal drauf gucken, damit es da nicht irgendwie Brände gibt und wir spätestens morgen nicht mehr bei Wikimedia reinkommen. In der Küche gibt es auch so einen schönen Schrank, da gibt es Nachschub für, steht auch alles perfekt vorbildlich gelabelt drauf. Da gibt es Milch, da gibt es Zucker, also auch da vielleicht mal gucken. Also da findet ihr Nachschub und wenn ihr eben merkt, vorne steht nichts mehr, vielleicht einfach mal gucken, dass ihr da Nachschub hinbringt. Die Kaffeemaschine, das ist so ein Raketending. Also ich kann die immer nicht so gut bedienen. Es gab auch schon Vorfälle, wo im Betrieb im Laufenden dann das Teil rausgezogen wurde. Wir hatten eine Kaffeeüberschwemmung. Fragt, also guckt euch am besten einmal an, wie es jemand macht, der schon kann und dann macht es selber irgendwann. Und dann haben wir hier auch die ganze Zeit schönen Nachschub. Wem der Kaffee mit Koffein nicht reicht, der kann auch an diesem wunderschönen Kühlschrank, den seht ihr hinter euch, da steht auch drauf, das ist ein Kühlschrank. Für alle, die es nicht gesehen haben. Genau, Tom, danke, macht es auch gerade auf. In diesem Kühlschrank findet ihr unter anderem Mate.
Da findet ihr auch, da findet ihr alles Mögliche. Da könnt ihr euch wirklich einfach dran bedienen. Das ist in eurem Ticketpreis mit drin und könnt euch da den ganzen Tag mit Getränken versorgen. Ist der mal leer oder schon bevor er leer ist, wäre es toll, wenn der nachgefüllt wird. Das Lager findet ihr hier gleich raus und dann, also durch die Tür und dann gleich die nächste Tür links. Das ist so eine etwas schwere Glastür, sieht ein bisschen aus wie eine Ausgangstür. Und da findet ihr auf jeden Fall alles, was man da wieder bestücken kann. Unter der Theke sind dann Kisten, um euer Leergut reinzupacken, damit wir hier nicht so viele überall rumstehen haben. Heute Abend machen wir dann wieder so die Bar ein bisschen breiter. Dann gibt es auch wieder Alkoholisches. Wir dachten, bei dem Wetter ist es nicht so gut, schon mittags damit anzufangen. Wir haben dann auch wieder Rotwein, Weißwein, Bier und Sekt da. Und das hätten wir gerne wieder einen kleinen Obolus für. Und dafür stellen wir dann, also mein schwäbisches Kleingeldtum übersetze ich dann 1,50 und 2 Euro. 1,50 fürs Bier und 2 Euro für Wein oder Sekt. Und das stellen wir dann heute Abend einfach wieder bereit. Also es gilt, mein Gag läuft sich ja so ein bisschen, weil der schon zu alt ist, gilt pro Glas und nicht pro Flasche. Übrigens der Preis. Und wir stellen dann hinten einfach wieder eine Schüssel aus und da könnt ihr reinwerfen, was ihr eben wollt. Also aber mindestens 1,50 und 2 Euro pro Glas. Wer sich übrigens den Spezialförderpreis geleistet hat, hat auch da eine Flatrate. Genau. Wir tragen euch dann auch nach Hause. Das macht dann Tim, das kann ich so nicht unterschreiben. Kommen wir jetzt zum Punkt Räume. Da gibt es auch ein paar Neuerungen. Der wichtigste Raum bleibt aber immer 9 3/4. Das ist der, wenn ihr mal eins von den Flaschen habt fallen lassen, von den Gläsern oder sonstigen, weil da gibt es nämlich Reinigungsutensilien drin. Da gibt es auch Klopapier drin. Also auch da wäre es super, wenn ihr merkt, irgendwie Klopapier neigt sich dem Ende, dann einfach da mal reingehen und eine Packung mitnehmen und nachfüllen. Ist ein bisschen schwer aufzukriegen. Ich bin heute dran gescheitert und dachte, es sei zugeschlossen. Es soll aber so. Also einfach ziehen. Dann haben wir ansonsten an wirklichen Veranstaltungsräumen, aber hier eben diesen Mosaik, in dem wir uns gerade befinden. Wir haben den kleinen Raum Synkope und den kleinen Raum, ich gehe mal kurz weiter, Abakus. Die sind jeweils, wenn ihr wieder in Richtung Ausgang geht, links und rechts in den Fluren drin. In jedem dieser Räume findet ihr Veranstaltungstechnik, also das heißt einmal so Moderationskoffer und ihr findet da auch Beamer noch drin, die bauen wir morgen noch auf für die Workshops. Und eigentlich alles, was ihr braucht, um da glücklich zu werden, um da auch Workshops abzuhalten. Das Wichtigste, der Konferenzsaal, den wir letztes Mal hatten, Alphabet, den gibt's nicht mehr. Das ist jetzt ein Büro. Und da bitte auch nicht reingehen, auch nicht zum Essen reingehen. Das hat ein bisschen Konsequenzen dann für auch später. Dadurch fällt uns nämlich auch so dieses Meeting-Bereich weg, in dem wir früher mal alle gerne gegessen haben. Das heißt, Essen und mit den Tischen, das müssten wir hier versammeln und eben in Synkope und Abakus. Heißt auch, die Leute, die jetzt Technik auf den Tischen aufgebaut haben, es wäre super, wenn ihr das nachher zusammenräumt zum Essen, damit wir da alle ein bisschen Platz haben, um uns hinzusetzen und nicht irgendwas auf euren Computer landet. Zusammengefasst, wir haben die Räume Mosaik, Synkope und Abakus. Alle anderen Räume sind tabu. Und das meine ich auch wirklich so. Wir haben eine sehr explizite Bitte bekommen, dass die Büroräume geachtet und respektiert werden. Es gab die letzten Male immer so ein paar Fälle, wo dann irgendwer in irgendwelchen Büros drin war, um noch was vorzubereiten. Auch wir haben das manchmal gemacht. Da möchte ich mich gar nicht von freisprechen. Also ihr wisst selber, ihr habt auch Büros. Wenn da andere Leute einfach so reingehen, findet ihr auch nicht so cool. Und das fanden die hier eben auch nicht toll. Kommen wir zu den Sessions. Da hat sich ein bisschen was getan auch. Wir haben das die letzten Male immer so gemacht, dass wir dann abends hier eine Vorstellungsrunde gemacht haben mit den Sessions und dann die geplant haben, wann die genau stattfinden. Da wir dieses Mal schon sehr viele Vorschläge im Sendegate vorher hatten, haben wir diese Sessions schon mal zusammengetragen und terminiert. Das Ganze findet ihr unter fahrplansubscribe.de. Und diese Übersicht, die ihr da habt, die werden wir euch hier auch noch zur Verfügung stellen über ein Infobeamer-Netzwerk, wenn Dennis das noch zum, er nickt, also Dennis kriegt das noch zum Laufen. Das heißt, ihr habt hier auch immer, also ihr seht ja immer, was so als nächste Sachen anfallen. Wenn ihr damit irgendwie total unglücklich seid, dann meldet euch bitte noch bei mir, wir können da noch was umstellen. Und wir haben auch noch ein paar Slots für Sonntag frei. Das heißt, wem jetzt heute oder morgen einfällt, dass er gerne noch was machen möchte, kann sich auch melden und das können wir dann noch am Sonntag eben platzieren.
Wir werden auch wieder so einen Bereich Free-Floating einrichten, also dass man weiß, dass man sich zu bestimmten Terminen verabredet zu einem Thema. Und da könnt ihr dann einfach vorgeben, wo ihr euch gerne mit einer kleinen Gruppe treffen wollt. Also sei das da hinten in der Lümmelecke, irgendwie im Strandkorb, draußen, wo auch immer. Aber so, dass man eben die Möglichkeit hat, wirklich ein Thema zu einem Termin zu haben und dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass noch andere auftauchen, etwas höher ist. Genau. Tine, ich habe dich da einfach mal so mit reingeschrieben. Machst du wieder so eine Doku? Sie sagt ja, ja. Wer Tine dabei ein bisschen unterstützen möchte, sie steht hinten hinter der Bar, winkt gerade und freut sich so über die eine oder andere helfende Hand. Ihr werdet diese Doku wieder im Sendegate finden und da wäre es dann toll, wenn ihr in den Sessions drin sitzt, wenn ihr da einfach ein bisschen was dazu schreibt, was euch so eben bewegt in der Session, was ihr an Stichworten mitnehmt, sodass wir dann hinterher ein bisschen einfach dokumentieren können für diejenigen, die auch nicht da waren, was hier so passiert ist, oder selber als Gedankenstütze nochmal, um die zentralen Punkte zu haben. Ja, dann haben wir wieder unsere kleine nette Subscribe-Sprich-mit-mir-Wand eingerichtet. Da findet ihr so Zettelchen. Ihr müsst die semantische Diskrepanz zwischen Sprich mit mir und Rede mit mir selber überwinden. Ich bin aber total zuversichtlich, dass ihr das schafft. Da wäre es wieder schön, wenn ihr sowas draufschreibt wie: Ich möchte gerne eigentlich über dieses Thema während der Veranstaltung reden. Und ich habe entweder Wissen darüber und möchte euch das weitergeben oder ich suche jemanden, der da Ahnung zu hat. Ich glaube, ihr kommt da selber ganz gut durch, das muss ich euch jetzt nicht alles vorstellen. Das hängt ihr einfach an die Wand draußen und zu der Session-Vorstellung würde ich dann auch immer nochmal oder bei anderen Gelegenheiten sagen, was sich da gesammelt hat und ob es da jetzt im Free-Floating irgendwie einen Termin gibt dazu oder wie auch immer man das löst, sodass sich dann auch wirklich diese Themen und die Leute finden. Dann haben wir wieder unsere kleine Teilnehmerwand, denn es hat ja dankenswerterweise so ein kleines Attendee-Formular umgesetzt. Da könnt ihr euren Zettel dran hängen, den findet ihr direkt hier quasi da, wo ihr jetzt diese Danke für eure Arbeit und euer Herzblut findet. Auf der anderen Seite sind dann wir. Da hängt ihr das, wie gesagt, einfach dran, da findet ihr ganz viele Magneten dafür. Und so sieht das dann ungefähr aus, wenn ihr es dranhängt. Ihr müsst das bitte auch mit einem freudigen Gesicht machen. Ausgefüllt, also ihr könnt da ein bisschen rumexperimentieren mit den Feldern. Idealfall wäre es so, dass wirklich oben das Foto ist, damit wir sehen, wie gerade der momentane Zustand ist und mit wem wir es dann so zu tun haben und wen wir halt ansprechen müssen, um zu dem Podcast, zu den Projekten, was auch immer zu reden. Wer das noch nicht ausgefüllt hat, findet das Formular unter attendee-profile.subscribe.de. Wir haben hier einen Drucker, da könnt ihr das dann auch noch im Zweifelsfall ausdrucken, da könnt ihr euch einfach dranhängen. Ich wollte damit was sagen, ich weiß nicht mehr was, um ehrlich zu sein, aber ihr könnt mal schauen, wo ihr dieses, also ich habe nur Bilder von hier für diese Präsentation verwendet. Wenn ihr wisst, was das ist, gebe ich euch ein Bier aus. Nein. Nein. Fotos machen, könntest du noch kurz erwähnen? Ah, genau, das ist, wollte ich damit nicht sagen, aber das könnte ich trotzdem erwähnen. Wir haben, also wer kein Foto von sich hat oder keins, mit dem er zufrieden ist, wir haben draußen auch wieder eine kleine Fotostation aufgebaut, das heißt, ihr könnt dann auch ein Foto von euch machen lassen und das für euer Profil verwenden. Und ansonsten komme ich jetzt schon zum Abbau, es sei denn, es wirft mir jetzt noch jemand was rein, was er bis zu diesem Punkt noch nicht gelöst hat. Oder seid ihr, ihr seid schon vollkommen erschlagen, ne? Ja, ich weiß, es ist 4 Uhr oder... es wird nur Mosaik aufgezeichnet und das auch hauptsächlich wieder die Vorträge und die Workshops auf Wunsch. Da muss man immer ein bisschen überlegen, ob es Sinn macht. Also wenn es wirklich einer ist, wo viel diskutiert wird, eher ist es natürlich vielleicht nicht so sinnvoll, das aufzuzeichnen, weil einfach die Diskussionsrunde ja nicht gut nachstellbar ist irgendwie in YouTube. Das Sendezentrum hat übrigens einen YouTube-Kanal, falls ihr da mal nachsuchen wollt. Da findet ihr auch alles zu den letzten Jahren. Gut, dann komme ich schon zu einem ganz leidvollen Ding, also einem traurigen Ereignis eher, nämlich dem Sonntag und dem Abbau. Am Sonntag gibt es hier um 16 Uhr nochmal eine kleine Abschlussrunde und ab 17 Uhr würden wir uns dann total gerne an den Abbau dran machen. So als Running Gag sage ich schon mal, dass sich jemand hier auskennt, nämlich Katrin, und die könnt ihr ansprechen dazu, weil die weiß, wie hier alles wieder muss. So sieht es ja, also nicht ganz so. Das Raumteam hat dieses Mal leider bei der Anordnung symmetrischen von Farben versagt. Man muss es ja auch mal so benennen.
Ja, bei den Platzkategorien wird hier gesagt. Also mir wurde dann so zugespielt, das sei jetzt, die Farbaufteilung sei jetzt einfach encrypted. Ja, also das müsst ihr irgendwie anders entschlüsseln. Aber auf jeden Fall sollte es dann hinterher wieder so aussehen. Und wenn wir abbauen, also sprich ein schönes Stühle-Tetris. Und ihr findet an den Wänden hier und da hinten auch nochmal so Zettel, wo draufsteht, wie hier der Raum wieder hergerichtet werden sollte. Dann bin ich auch tatsächlich durch und sage noch kurz, was jetzt auf uns wartet, nämlich eine schöne kleine Vorstellungsrunde, die bei 100 Leuten knapp gar nicht so klein ist. Dann machen wir noch mal kurz Pause, essen den restlichen Kuchen und gehen dann in eine kleine Session-Vorstellung. Daran möchten wir auch festhalten. Also auch wenn wir das Programm schon ein bisschen durchgeplant haben, wir hätten gern, dass ihr mit den Sessions, die morgen dran sind, dann noch mal kurz vorstellt, was ihr da machen wollt, damit die Leute einfach wissen, was morgen auf dem Programm steht und sich schon mal überlegen können, was sie machen wollen. Und die Gesichter zu sehen, können sie auch auf die Wand gucken, aber ja. Und dann wird Herr Pritlove etwas zu Subscribe Now erzählen. Und dann haben wir ein Novum. Wir haben keine Ultraschall-Keynote, sondern Sven, unser Haus- und Hofdesigner, wird etwas zu einem Thema sagen, das ja auch in letzter Zeit viel diskutiert wurde im Sendegate unter anderem, nämlich zu Grafik und Podcast. Und das Ganze steht unter dem Titel Das Auge hört mit. Und um 20 Uhr, wenn alles gut läuft, gehen wir dann ins Abendessen. So, das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß.